Hallo liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans. Herzlich willkommen zu unserer ersten Roomtour und Gartentour. Hier steht unser Auto. Dann hier sind unsere Fahrräder, das von mir, von Lukas und von Lena. Hier ist unsere Feuerstelle und mein Gemüse. Und hier ist der große Baum mit der Schaukel für die Mädels. Und hier ist der Weg direkt zur Terrasse. Hier steht ein Grill und ein Gartentisch. Da ist der Sandkasten von den Mädels. Und hier unsere große Palme. Hier ist noch ein Topf mit Setzlingen. Und jetzt gehen wir rein. Hier sind wir jetzt gleich im Eingang. Dieser Teppich habe ich aus einem alten T-Shirt gemacht. Hier ist noch ein Regal und meine Handtasche. Und die Küche, die haben wir von der Familie Kägi nachgemacht. Da habe ich das mit gelbem Papier beklebt. Und ich finde das wirklich, wirklich mega schön. Und da liegt noch Lenas Zeugnis. Diesen Tisch habe ich selbst gemacht. Und das finde ich wirklich mega, mega schön. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich auch eine Wand rausgenommen, sogar zwei. Hier hängt noch ein Flamingo-Bild. Und hier sind noch ein paar Sachen. Das sind eigentlich Gartenstühle, aber ich finde die mega cool. Und jetzt sind wir schon in unserem Wohnzimmer. Dieses Sofa habe ich übrigens selbst gemacht. Hier ist noch mein Bügeleisen und das Bügelbrett. Und jetzt gehen wir doch gleich hoch. So, da ist unser Schlafzimmer. Das sieht eigentlich gleich aus wie früher, nur alles in Gelb. Hier hängt noch ein Bild von zwei Zitronen oder besser fünf. Hier noch ein Schrank. So, und jetzt sind wir im Zwischenzimmer. Da ist ein witziger Delfin und unsere Waschmaschinen. So, und hier ist im Moment gar nichts, weil das Badezimmer habe ich einer anderen Familie gegeben, weil ich habe ein neues bestellt und das sollte demnächst kommen. Aber jetzt gehen wir hoch in die Kinderzimmer gucken. Das ist Kiras Zimmer und ich finde, das ist wirklich das schönste Kinderzimmer, das ich bis jetzt je gestaltet habe. Das finde ich super, super schön mit dem Schrank, dem Bett und dem Pult. Das ist so cool. Hier habe ich noch einen Lesering und hier ein Regal voller Bücher und Lenas Spielzeug. Und da ist der Schreibtisch von Lena und ein süßes Bild von einem, wie sagt man diesen Vogel, weiß ich nicht mehr. Dieses Bett habe ich auch von der Familie Kägi, weil ich glaube, Familie Kägi ist meine Lieblingsfamilie. Und dieses Haus habe ich von Familie Steiner nachgebastelt. Und auch noch ein paar Sachen. Und so sieht das Haus jetzt von vorne in der Gesamtansicht aus. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und abonniert auch gerne unseren Kanal und sei beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!